Ich grüße euch. Ich wollte mal ein neues Video machen, heute mal zu 10 Masters of Universe Fragen. Und zwar liebe Grüße an XY, der die Idee gehabt, mal Fragen zu Masters of Universe. Ähnlich wie bei Star Wars Fragen mache ich regelmäßig da 12 Star Wars Fragen. Ich dachte, ich mal am Anfang mache ich mal 10 Masters of Universe Fragen. Gibt es da leider kein Triple Pursuit von, das wäre hammermäßig. Oder ein Monopoly-Spiel, habe ich schon gesagt, irgendwie. Das wäre cool, so ein Monopoly-Spiel mit Masters of Universe. Also stehen würde irgendwie eine Karte ziehen, da steht irgendwie Treppschuss, Gebiss ist kaputt. Gehe zum Zahnarzt, zahle 2000 Euro oder Triklops Visier ist beschädigt, zahle 3000 Euro an den Optiker. Wäre ein cooles Spiel, oder gehe nicht über los, gehe direkt nach Anti-Eternia oder gehe direkt nach Freizone. Das wäre ein hammercooles Spiel. Aber ich habe mir mal Fragen ausgedacht vom Masters of the Universe. Also alles Hörspiele gibt es ja von Masters. Bin ich groß geworden, ich liebe die Hörspiele. Dann gibt es ja noch vom Masters of the Universe die Filmationsserie, die kenne ich nicht so gut. Ich weiß nur, dass die VHS-Version besser war von den Sprechern her als die Tele5-Version davon, weil die haben bei Tele5 da drei Sprecher für alle Rollen gehabt. Grauenhaft schrecklich, finde ich nur. Dann natürlich 2000X-Cartoon und natürlich auch eine andere Cartoon, der neue Cartoon bei Netflix, habe ich Fragen ausgedacht, so allgemeine Fragen, aber auch Comics-Fragen, so allgemeine Fragen. Aber es ist diesmal ein bisschen anders als bei Star Wars. Ich werde nicht die Antworten sagen. Ihr könnt gerne Kommentare in die unter das Video machen, Kommentare unterschreiben, eure Antworten, ihr denkt, das richtig wäre. Ich werde das später mal auflösen, die Fragen, weil ich selber legen muss, wie die Antworten sind. Ich habe mir echt mal Fragen ausgedacht, die jetzt passen könnten zu Masters of the Universe. Ich fange mal an mit einer schönen Frage zu den Hörspielen. Okay, das war ja Nummer 11, Anti-Eternia, das Hörspiel. Meine Frage ist, welche Charaktere, also Anti-Eternia-Charaktere, kamen bei dem Hörspiel vor, außer Anti-He-Man? Da kam es noch einige andere vor. Wer ist da vorgekommen in dem Hörspiel? Ich meine, also die Helden jetzt, also die Gegenpart von den Helden von den He-Man, Masters of Universe, der Gegenpart davon. Der Gegenpart von He-Man ist ja Anti-Eternia und ihr wisst, was ich meine. Wie viele Charaktere aus dem Anti-Eternia-Universum kamen in den Hörspiel Nummer 11 vor? Das war die erste Frage, die mir eingefallen ist. Ist mir so eingefallen, ich liebe das Hörspiel, ist genial, finde ich. Durch das Hörspiel kam man bekommen damals den Anti-He-Man, gibt es durch bei den Classics und bei den Origins. Danke Europa für diese klasse, tolle Figur. Nächste Frage bezogen auf, mache ich ein bisschen Abflex, andere Frage, kann die Frage der Reihenfolge aussuchen, die Reihenfolge. Nächste interessante Frage. Wer hat bei der Filmation-Serie, bei der VHS-Version, die damals Bibliotheken gegeben hat, in den 80er Jahren, He-Man gesprochen? Also nicht die Tele5-Grusel-Version von den Synchronsprechern. Ich meine, wer hat bei der Filmation VHS-Version vom Masters, He-Man, vom Masters of Universe, wer hat dort He-Man gesprochen? Das ist die zweite Frage. Auf 10 Fragen kommen, es wird schwer. Ich habe die Fragen spontan ausgedacht gerade, wie gesagt, mache ich immer. Spontane Videos, nicht gefaked, uncut, ungeschnitten. Ich mache die Kamera an und drehe drauf los. Nächste Frage, ein bisschen geschmiert, habe ich hier ein bisschen so Notizen gemacht, um selber ein Ziel, was da stehen könnte. Okay, dann machen wir mal nächste Frage. Wie gesagt, die Reihenfolge ist egal, Hörspiele, Filmation, 2000X. Machen wir mal eine andere Frage jetzt. Wer ist von Evelyn im 2000X-Cartoon der Vater? Wie heißt der Vater von Evelyn im 2000X-Cartoon? Die Antwort kommt später, ich weiß es. Nächste Frage. In welchem Cartoon, gibt ja mehrere Cartoon-Serien von Masters of the Universe, kam es zu allererste Mal, dass man dann sehen konnte, den Charakter Scareglow erste Mal sehen konnte? In welcher Cartoon-Serie konnte man erste Mal Scareglow live miterleben, wie er aussieht, wie er so ist, der charaktermäßig? Welcher Cartoon war das gewesen? Ich weiß es. Ich sag später, wie gesagt, anderes Video dazu. Nächste Frage. Wieder mal die Hörspiele. Ich liebe die Hörspiele und ich liebe auch die Sprecher davon. Diese Hörspiele sind die 1A mega coolen Sprecher der 80er Jahre. Sind alle die ganze Reihe top durch von Skeletor, He-Man, Norbert Langer und so. Aber da gibt es eine Rolle, die ich sehr gut gefallen habe. Ich liebe den Sprecher, der hat mehrere Rollen gesprochen. Ich sag nur Scarecrow bei Batman Animated Serie. Richtig cool. Skinny Norris, ein richtig mega cooler Sprecher. Und zwar, wie heißt der Sprecher von Trepshow in den Hörspielen von Europa? Ich sage, ich weiß es, ich feiere den so, das ist so ein mega cooler Sprecher. Einfach nur super genial, finde ich. Dann machen wir pro Sprecher mal eine andere Frage noch zu der Filmationsserie. Das weiß ich ehrlich gesagt, müsste ich googeln. Okay, also Skeletor, ich habe das Trepshow hier stehen. Wie viele Rollen hat der Skeletor-Sprecher bei der Filmationsserie außer Skeletor gesprochen? Wie viele Rollen waren das und welche Rollen waren das? Ich weiß es nicht, müsste ich googeln, aber die Frage ist mir eingefallen, weil ich ja weiß, dass bei der Filmationsserie drei Leute alle Rollen gesprochen haben. Eine Frau für alle weiblichen und zwei Männer für alle männlichen Rollen.
sehr arm. Aber die Frage habt ihr verstanden, wie viele Rollen spricht der Skeletor-Sprecher außer Skeletor bei Filmation? Nächste Frage. Wer ist bei der 2000X-Cartoon-Serie ein kleiner, giftiger, unsympathischer, komischer, kleiner Zwerg, der verzaubert worden ist und wenn er jetzt ein mächtiger Zauberer gewesen ist und durch den Zauber klein geworden, schrumpelig ist, wenn er einen Stein bekommt, kann er sich zurückverwandeln in seine alte Gestalt. Wie hieß dieser Zauberer in den 2000X-Cartoon? Ich weiß es. Okay, nächste Frage. Pro Vater. Ich habe ja schon gerade Evelyn gefragt, wie der Vater von Evelyn heißt. Jetzt kommt eine Frage, die sehr interessant ist, das viele bestimmt nicht wissen sollten. Ich weiß die Antwort, okay, ja, aber ich sag's nicht, nein. Wer ist der Vater von Teela? Richtig verstanden, im 2000X-Cartoon. Wer ist dort der Vater von Teela? Ein Tipp, ich bin nicht fies so gesehen. Man-at-Arms ist der Stiefvater von Teela. Oder mit Tieffater ist es nicht der leibliche Vater von Teela. Also wer ist der leibliche Vater von Teela? Und da wisst ihr auch schon indirekt bei der Frage jetzt, mit wem hat die Sorceress mal das Bett geteilt? Ha, das ist fies irgendwie. Die Sorceress war so eine Jungfrau gewesen, eine ewige, aber die Tochter Teela, das heißt irgendwie ein Bett geknüpft. Wer war dieser Typ, mit dem sie im Bett gewesen ist? War es ein Evil? War es ein Guter? War es einer von der Horde? Ich weiß die Antwort. Wer ist der Vater von Teela? Nicht Stiefvater, aber Tiefvater, der richtige Vater, leibliche Vater von Teela. Die Fragen nicht gezählt, muss ich durcharbeiten hier noch ein bisschen. Ja, ich habe noch eine Frage. Habe ich noch alle Fragen schon durchgemacht? Andere Frage noch, den 2000X. Das war eine Stärke, 2000X, ich liebe den Cartoon. Durch wem und durch was ist Skeldor zu Skeletor mutiert? Wer ist daran schuld, dass er so aussieht, wie er jetzt aussieht? Ist die erste Frage der Frage, was Doppelfrage ist. Also wer ist da schuld daran, dass er so entstellt worden ist? Und die zweite Frage zu dieser Frage, der Bonusfrage dazu. Wer hat Skeletor gerettet, dass er nach einem gewissen, was passiert ist, nicht gestorben ist, sondern Skeletor geworden ist? Wer hat da geholfen bei? Das ist die Doppelfrage, die ich auch noch habe heute. Und kommen wir jetzt zur mega schweren, mega coolen, schwersten Frage, würde ich mal sagen. Und zwar, wie ist Trapshow im 2000X-Comic, den habe ich gelesen, der ist cool, der Comic, so eine Origins von drei Charakteren, Merman, Beastman, Triclops und Trapshow. Welche Art und durch wem ist Trapshow, hier steht er passend zu der Frage, so geworden, dass er seinen Arm verloren hat und seinen Kiefer verloren hat? Unterkiefer, wer ist daran schuld? Wer hat das gemacht und mit was hat er das gemacht? Also die zwei verschiedene Sachen, es waren zwei verschiedene Sachen, wie er das verloren hatte. Vielleicht könnt ihr ja sagen, wie das passiert ist, dass er das hier, den Arm verloren hat und den Kiefer verloren hat. Es waren zwei verschiedene Sachen und es war eine oder vielleicht mehrere Personen, ich spoiler nicht, müsst ihr wissen. Das waren die Fragen. Ich gehe nochmal durch. Anti-Eternia war das gewesen, die erste Frage. Dann Skeletor-Sprecher-Filmation ist die zweite Frage. Sprecher Trapshow bei den Hörspielen, dritte Frage. Mächtiger kleiner Zwerg bei den 2000X ist die vierte Frage. Vater von Evelyn war die fünfte Frage. Keldor-Frage war die sechste Frage. Vater von Teela war die siebte Frage. Trapshow-Umfall war die achte Frage. Dann die Frage, wer hat Filmation VHS He-Man gesprochen bei der VS-Version von Filmation. Wer hat den He-Man-Sprecher? Wie ist der Synchronsprecher von He-Man? War die Frage. Und in welchem Cartoon? Ich kann mal durchgehen. Anti-Eternia, Sprecher Skeletor, Sprecher Trapshow, mächtiger Zwerg, durch was ist Keldors Unfall? Vater Lin, Vater Teela, Trapshows Unfall, Filmation He-Man gesprochen und in welchem Cartoon kam Skerglow vor, erste Mal zu sehen. Das waren 10 Fragen, ich kann mal durchzählen, 10 Fragen waren das. Habe ich mal ausgedacht, wie gesagt, die Antworten dazu gibt es im nächsten Video, das bald kommen wird. Aber immer 10 Fragen spontan zu Masters of the Universe Triple Pursuit bei Toy Hunter im Batmobil ausgedacht. Dann sage ich mal einen schönen Abend noch und wie gesagt, viel Spaß beim Lösen der Fragen. Ciao!